Warnung! Das folgende Video handelt von wahren Geistergeschichten. Es könnte beängstigend sein, enthält Screamer und sollte von niemandem mit schwachen Nerven angesehen werden. Ich rate ebenfalls von Kopfhörern ab. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer! Heute mal ein Video mit ein wenig Gruselfaktor und ich warne euch, das ist nicht unbedingt was für schwache Nerven. Im Laufe dieser Folge zeige ich euch ein paar coole und ein paar gruselige Bilder. Klar kann man darüber streiten, ob diese Bilder gefaked sind oder nicht. Heutzutage lässt sich natürlich alles photoshoppen. Aber diese Seite existiert schon etwas länger und sie schwört darauf, dass diese Bilder echt sind. Ich selber habe diese Bilder das erste Mal gesehen, als ich 12 war, also ungefähr vor 10 Jahren. Und ungelogen, ich hatte danach so einen Schiss, dass ich 2 Wochen lang nicht mehr richtig pennen konnte. Aber genug davon, wir fangen erstmal mit einem harmlosen Bild an. Wir fangen mit einem relativ coolen Bild an, das 1986 genau zum richtigen Zeitpunkt geschossen wurde. An diesem Tag hatten die Wellen eine Höhe von 15 bis 20 Metern. Wenn man allerdings genau hinschaut, erkennt man in den Wellen einen alten Mann, der auf dem Wasser liegt und sich den Kopf an einem Felsen lehnt. Zufall? Ist es nun ein Zufall oder gibt es Poseidon wirklich? Aber schauen wir uns einfach mal das nächste Bild an. Ein scheinbar ganz normales, harmloses Foto auf der Straße. Doch allerdings ist dieses Foto nicht ganz so unschuldig, wie es scheint. Denn im Hintergrund ist eine Frau zu sehen, die laut Angaben der Familie vorher auf keinen Fall auf dem Bild gewesen sein soll. Wer ist diese mysteriöse Frau? Und vor allen Dingen, wo sind ihre Beine? Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen oder schweben und gehen einfach mal zum nächsten Bild. Dieses Gruppenfoto wurde eine Woche nach dem Tod eines Kameraden aufgenommen. Dieser wird allerdings in der Vergrößerung des Bildes noch sichtbar. Also ich schätze ja mal, dass dieser noch beim letzten Gruppenfoto dabei sein wollte. Am 11. September 2001 fand in Amerika der Anschlag auf das World Trade Center und das Pentagon statt. An diesem Tag sind fast 3000 Menschen gestorben und diese Nachricht verbreitete sich innerhalb von Minuten um die ganze Welt. CNN zeigte ein Foto, bei dem man schon ein bisschen was reininterpretieren kann. Freut sich da etwa der Teufel, ein paar neue Seelen pflücken zu können? Und hier ein Bild, was ihr sicher schon mal in Bilderbüchern gesehen habt. Ein Treppenhaus aus dem Jahre 1923. Ohne Kommentar. Naja, dann lassen wir das mal besser kommentarlos, ne? Das nächste Bild ist auch schon sehr, sehr alt und es wurde zur Einweihung eines Zuges geschossen. Doch bei der Entwicklung des Fotos entdeckte man den Geist dieses Jungen, der auf diesen Gleisen überfahren wurde. Okay, jetzt mal ganz abgesehen von Photoshop. Alte Kameras haben das ja manchmal hin und wieder, dass da Sachen zu sehen sind, die da nicht hingehören. Doch wenn da genau so vor dem Zug der Junge erscheint, der auf diesen Gleisen gestorben ist, da kann man mir nicht mehr erzählen, dass das ein Zufall ist. Und das letzte Bild, was ich euch heute zeige, ist so der Hauptgrund, warum ich als Kind nicht mehr pennen konnte. Eine Familie fotografiert ihr Baby. Der Fernseher im Hintergrund war vorher auf jeden Fall aus. Und das erkennt man auch an der Reflexion des Blitzes. Doch nach der Entwicklung erscheint im Fernseher dieses Gesicht. Holy fucking shit. Als die Familie dieses Bild gesehen hat, ist sie sofort ausgezogen. Ich meine, schaut euch das Bild doch mal an. So etwas kann übrigens wirklich echt sein, denn vor 10 Jahren zeigte mir ein Kumpel aus der Realschule, dass bei ihm mal sowas Ähnliches passiert ist. Ich grüße dich, Marcel. Ich habe wirklich ein originales Foto von sowas in der Hand gehabt. Kleiner Fun Fact nebenbei, diese Bilder habe ich damals gefunden, kurz nach meinem 12. Geburtstag. Mein Geburtstag, an dem ich meinen ersten Fernseher bekommen habe. An diesem Tag haben meine Eltern ein Bild von mir mit dem neuen Fernseher gemacht. Ich wollte dieses Bild damals haben, um es in mein altes Erinnerungsbuch zu kleben. Allerdings habe ich dieses Bild nie bekommen. Na, glaubt ihr an Geister? Ihr solltet dieses Video hier besser liken und in den Kommentaren sagen, ob ihr noch eine Folge sehen wollt. Und drückt mal lieber den Abo-Button, bevor mein Fernseher euch holt.